Let's be real. Heute noch Leopold Born, Vorsitzender von der Jungen Union, der ist aber verhindert leider und er hat uns Johannes Volkmann geschickt, der wird sich selbst vorstellen, wer der ist. Und wir bekommen noch Michael Galler, der Experte für die Osteuropa-Angelegenheiten, Europaabgeordnete in Brüssel, der kommt aber jetzt gleich. Ja, Johannes, ich gebe dir jetzt mal das Wort, kannst du mal... Gerne, dann stelle ich mich auch noch kurz selbst vor, Johannes Volkmann mein Name. Leopold Born lässt Sie alle herzlich grüßen. Leo hat selbst einen Wahlkampf zu gewinnen. Er kandidiert als Landesvorsitzender der Jungen Union Hessen und heute Abend nominiert einer unserer größten Kreisverbände. Deswegen bittet er herzlich um Entschuldigung, dass er nicht da sein kann. Aber er hat extra betont, ich soll Nino ganz herzlichen Dank sagen für die Ausrichtung dieses Events. Ich glaube, die Location, das Ambiente, das spricht für sich und das zeigt wirklich, dass hier in Frankfurt die Locations Maßstäbe setzen für den Rest unseres Landes. Ich selbst bin kein Frankfurter, ich habe so einen Blick von außen. Ich bin Kreistagsvorsitzender des Land-Mill-Kreises und Mitglied der Internationalen Kommission der Jungen Union Deutschlands. Und heute Abend werde ich Nino mit den Fragen unterstützen und auch dann Michael Galler mit den Fragen unterstützen. Deswegen fangen wir am besten an. Gut, also wir haben jetzt ukrainische Freunde dazu gestoßen. Herzlich willkommen. Ich würde gerne ein paar Gäste heute noch herzlich willkommen persönlich. Und zwar von der Stadt Frankfurt, der Stefan Siegler ist da. Danke, lieber Stefan, dass du gekommen bist. Wir haben dann Timo Foyka von der IB Deutschland, Vorstandsvorsitzende. Danke, Timo, dass du mit uns dabei bist. Ja. Frau und Herr Nattermann sind mit uns heute. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und Josef Born, wo ist die? Ich sehe nicht. Josef? Ja, von der Offenbacher CDU. Ja, kommen wir gerne in unseren westlichen Vorort. So, und dann Arno Bötzler. Begrüße ich auch ganz herzlich. So, und dann wir können mit Fragen dann starten. Ja, auch ganz wichtiger Ort. Also, lieber Uwe, Frankfurt ist eine internationale Stadt und lebt von und mit Zuwanderern aus allen Teilen der Welt. Was können Sie als was kannst du als Oberbürgermeister dieser Community bieten? Also zunächst mal gehört. Also zunächst mal gehört dazu ein Verständnis, dass ein Oberbürgermeister diese Internationalität auch darstellen muss. Wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, ein wenig darunter gelitten, dass das Bild Frankfurts erstmal in der Welt nicht so war, wie wir es uns vorgestellt hätten. Und der Bezug zu dem, was das internationale Frankfurt ausmacht, ob es der Flughafen ist, ob es der Finanzplatz ist, ob es die Messe ist, viele andere Themen, die die Internationalität auch berühren, von der letzten Stadtspitze eigentlich überhaupt nicht genutzt und auch nicht fortentwickelt worden sind. Beim Flughafen gab es ständig eine Politik gegen den Flughafen. Ja, wir müssen uns um Belastungen kümmern, um Lärm kümmern, nicht nur in Richtung Offenbach, sondern generell. Aber natürlich gehört zuvorderst dazu, dass der Flughafen die Lebensader mit auch dieser Region insgesamt ist, um eine Politik zu machen, die darauf setzt, dass wir Gateway to the World hier in Europa sind, ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die jetzt wieder stärker in den Vordergrund treten wird. Das Bewusstsein, dass wenn wir ja nicht nur über diese Locations, sondern auch über das reden, was mit dem Finanzplatz verbunden ist, dass es nicht darum geht, dass eine Stadtspitze erklärt, die dort in den Glastürmen und damit einen Spalt zwischen der Hauptindustrie dieses Finanzplatzes und der Stadtpolitik setzt, sondern auch diese Brücke Politik und Gesellschaft, auch die internationale Community setzt und sich ganz praktisch dafür einsetzt, dass die Frage der Vielfalt, der vielen Kulturen, der Religionen, die wir hier in dieser Stadt haben, 180 Nationen, 160 Religionen aller Weltreligionen, die hier vertreten sind, das auch in Haltung sichtbar zu machen und für ein Miteinander dieser Gesellschaft in Vielfalt und Buntheit auch einstehen. Das jetzt mal so kompakt gehalten. Und über das Weitere können wir ja noch sprechen. Und was meinst du, wie kann Frankfurt seinen Ruf als globalste Stadt Deutschlands wieder untermauern?
Ich will mal mit einer kleinen Anekdote anfangen, um an die Antwort anzuschließen. Wenn Sie, und ich bin durch meine jetzige Rolle in Brüssel häufig auch dort unterwegs und hin und wieder dann auch mal mit Familie auch mal im Urlaub dort. Wenn Sie auf so einen Hop-on, Hop-off-Bus in Brüssel gehen, dann wird den Touristen in Brüssel erzählt, es gibt 4 europäische Hauptstädte, Brüssel, Straßburg, Luxemburg als Sitz des Europäischen Gerichtshofes und Frankfurt mit der EZB. Also selbst der normale Tourist in Brüssel erfährt, dass Frankfurt europäische Hauptstadt ist. Die Stadtpolitik hier in Frankfurt lebt das aber nicht. Ja. Das heißt, wir wissen zwar immer wieder, wenn es um europäische Institutionen geht, die nach Frankfurt vielleicht kommen sollen, dann wird die Politik wach. Aber dass man stetig deutlich macht, dass wir hier europäisches Zentrum sind, dass wir, und das ist mein Vorschlag auch, das, was es jetzt an großen Transformationen in Europa zu diskutieren und zu gestalten gilt. Wir reden über die Frage der grünen Industrie, wir reden über vieles, was mit der Transformation Europas verbunden ist. Und die Diskussion außerhalb der politischen Entscheidungsorte Brüssel und Straßburg, die sollte in einer Stadt wie Frankfurt stattfinden. Wir feiern demnächst 175 Jahre Paulskirche. Das ist ein Stück natürlich der Blick zurück auf die Ursprünge der Demokratie in Deutschland, aber auch der Blick nach vorn. Aber gerade der Blick nach vorn muss halt ein europäischer sein. Und ich glaube, dass darin viele Möglichkeiten stecken, die ich als Oberbürgermeister mit und aus dieser Stadt gerne machen würde, damit das Bewusstsein, wir sind europäisch, wir sind aber international, auch tatsächlich sich in solchen konkreten Dingen wiederfindet. Und ganz praktische Dinge, die sich anschließen. Wir reden im Moment über den Erhalt des English Theaters, was nicht weit von hier entfernt seinen Sitz hat. Das größte und beste englischsprachige Theater auf dem europäischen Kontinent. Und die Situation, dass es in Gefahr ist, ob dieses Theater fortbesteht oder nicht, hat die Politik auch viel zu spät aufgewühlt, viel zu spät überhaupt erreicht. Und ich glaube, auch das sind Dinge, an denen man festmacht, ob man nicht nur in den Überschriften über Europa und Internationales spricht, sondern ganz praktisch auch das vertritt und auch in der Welt für Frankfurt einsteht. Das ist eben schon eine Transformation, Digitalisierung, grüner. Dafür brauchen wir Fachkräfte. Und wir brauchen eine Stadtpolitik, die Fachkräfte nicht nur als Mietpreistreiber sieht, sondern als wirkliche Bereicherung für die Stadt. Was kann Frankfurt machen, um da auch im Wettbewerb mit anderen europäischen Städten attraktiver zu werden? Also ich glaube, es gehört dazu, dass eine Stadt auch von ihrer inneren Haltung und ihrer inneren Struktur sich darauf ausrichtet. Und wir hören immer wieder, wenn es um das Thema Ausländerbehörde geht, etwa wie schwerfällig sich diese Dienste anbieten, wie schwerfällig die Arbeit dort ist. Jetzt will ich nicht auf die einzelnen Beschäftigten eingehen. Es ist immer eine Frage auch vom Kopf und der Struktur her. Und da gehört, glaube ich, schon ein Verständnis dazu, dass man das, was dort passiert, anders ausrichten muss. Das fängt eigentlich schon beim Namen an. Ich finde, dass der Begriff Ausländerbehörde schon in der Frage, wie man sich sozusagen seiner Kundschaft gegenüber zeigt, eher Distanz aufbaut, als dass er einlädt. Also wenn wir sozusagen eine Willkommenskultur haben, wenn wir darauf uns ausrichten, Menschen, die hierher kommen, zu leben, wohnen, zu arbeiten, auch wirklich so zu empfangen, dass wir sie auch haben möchten, dann gehört ein anderes Bewusstsein dazu. Und das reicht bis hin zur Frage der Digitalisierung. Ich glaube, auch das ist ein wichtiges Feld, wo die Bürgerinnen und Bürger jetzt nicht nur auch internationale, sondern alle Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, ein Mehr auch an Service, ein Mehr an digitalen Angeboten, ein Mehr an Chancen auch durch die eigene Stadt erfahren könnten. Nicht vergessen aber trotzdem die, die mit der Digitalisierung nicht immer Schritt halten können. Also wer mal über Elster seine Steuererklärung macht, der merkt, eine Grundsteuererklärung, dass es sozusagen schon auch an der einen oder anderen Stelle hilfreich sein kann, wenn man ein paar Dinge auch noch analog hält, also stark in die Digitalisierung, aber immer auch an Menschen zu denken, die nicht automatisch all ihre Leistungen mit der App auf dem Smartphone vielleicht auch nutzen können. Wir begrüßen erstmal Michael Galla, Europaabgeordnete. Bitte Verspätung zu entschuldigen. Naja, um diese Uhrzeit. Ja, Michael, herzlich willkommen. Vielleicht würden wir dann gerne, also wir haben darüber gesprochen, wir haben jetzt ein paar Communities hier, Frankfurter Bürger aus Georgien, aus Ukraine. Ukraine ist gerade deine Stärke, du kennst dieses Land gut und die Leute, die von diesem Land kommen. Was meinst du, was brauchen diese Leute in Frankfurt? Also ich habe heute auch mit Tiflis telefoniert, also von daher ist das Land auch auf meinem Bildschirm, aber... Ist das ein Mikro? Ja, bitte. Ah ja,
sehen auch immer wieder anders aus. Also es ist ganz klar, dass unsere ukrainischen europäischen Mitbürger die volle Unterstützung des vereinten Europa brauchen. Wir hatten ja alle, ich nehme an, es haben fast alle auch in den Nachrichten gesehen, einen wahnsinnigen Auftritt von Präsident Zelensky gestern im Europäischen Parlament in Brüssel. Also das ganze Parlament stand auch vor dem Plenarsaal und die Leute haben ihn da bejubelt und dann natürlich auch im Plenarsaal. Ganz einfach zusammengefasst, sie brauchen finanzielle, militärische, humanitäre und politische Unterstützung. Und zwar solange es erforderlich ist und in dem Umfang, wie wir es leisten können. Wir haben heute wieder, ich habe hier die Luftalarm-App aus der Ukraine auf meinem Handy. Es sind schon 3 oder 4 Luftalarme allein in Kiew gewesen und im Rest des Landes auch. Und die Russen sind wieder besonders heftig unterwegs. Offenbar hat deren Offensive begonnen, die schon länger angekündigt war. Und da müssen wir politisch eben weiterhin klare Botschaften senden, was die Versorgung auch jetzt mit Munition vor allen Dingen betrifft und auch mit weiterreichender Artillerie. Und das Europäische Parlament hat formuliert letzte Woche schon, dass wir auch, wir rufen die Regierungen auf, hier doch eben auch die Kampfjets in Erwägung zu ziehen. Russland nutzt alles, was es hat, und dann sollte die Ukraine sich auch mit allem, was sie bekommen kann, verteidigen können. Da haben wir als Europäisches Parlament eine ganz klare Auffassung. Und zum Thema Georgien habe ich gerade heute fertiggestellt, auch wir werden in der nächsten Woche eine Resolution verabschieden, wo wir die aus humanitären Gründen die Freilassung von den Saakaschwili fordern, weil das eines der Themen ist, die also einerseits innenpolitisch die Blockade dort bringt in dem Land und andererseits aber auch den Beitrittskandidatenstatus, glaube ich, doch auch verzögert und verhindert. Das ist nur einer der Punkte natürlich, die müssen auch viele andere Dinge noch machen, aber wenn man sieht, wie man mit politischen Gegnern umgeht, das ist dann auch keine besonders europäische Art und Weise der Auseinandersetzung. Super, danke. Also wie Sie es sehen, wir haben heute Abend sehr viele junge Leute, also von jungen Union und dann viele neue CDU-Mitglieder, auch aus zum Beispiel Revas aus Georgien. Noch kurz zu Junge Welle an. Lieber Uwe, warum tun sich CDU-Politiker so schwer, Stimmen von unter 40-Jährigen zu erhalten? Und warum wählen weniger Frauen als Männer die CDU-Kandidaten? Ich versuche mal, also ich bin mit zwei Schwestern groß geworden. Ich habe die Hoffnung, dass ich ein bisschen in die weibliche Gedankenwelt früh habe eintauchen dürfen. Aber die Entscheidung, warum kommen Frauen nicht zur CDU oder warum tut sich auch die junge Generation schwer, hängt vielleicht mit damit zusammen, dass wir uns selbst als CDU lange schwer getan haben, die Themen auch so zu adressieren, dass sie bei den Menschen wirklich ankommen. Und das hat bei den jungen Menschen, glaube ich, viel damit zu tun, dass wir nicht mit den Themen, die junge Menschen häufig ansprechen, das fängt bei der Digitalisierung an, reicht über Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Damit hat sich die CDU, ich will nicht sagen, der praktischen Politik nicht schwer getan, aber mindestens mal in der Vermittlung. Wenn ich jetzt an Frankfurt denke, wir haben hier und ich auch als jemand, der viele Jahre etwa bei der Mainova im Aufsichtsrat war, Themen wie Nachhaltigkeit nicht nur buchstabiert, sondern wir haben es in ganz praktischer Politik einfach umgesetzt. Das Fernwärmenetz, was diese Stadt, diese Innenstadt versorgt, was über die ganzen Kraftwerksverbindungen läuft, die wir hier in Frankfurt ausgerichtet haben, ist CDU-Politik. Die Windräder, die man von hier jetzt heute Nacht nicht mehr höchstens blinken sieht im Norden, die etwa der Mainova sind, sind CDU-Politik. Das Zusammenfassen von Mainova und ABG zu ABG Nova mit Solarprojekten auf den Dächern der Stadt, mit Book and Drive, Carsharings angeboten, wo selbst Wasserstofffahrzeuge inzwischen in der Flotte unterwegs sind, das haben wir einfach gemacht. Mhm. Und das ist CDU-Politik. Wir haben noch nicht groß darüber gesprochen. Andere vermarkten sich stärker, tun weniger vielleicht, wir tun mehr, vermarkten es aber vielleicht schlechter. Und das ist, glaube ich, eine der Punkte, die ich zumindest in meiner Funktion jetzt oder der Hoffnung, künftig Oberbürgermeister sein zu können, eben auch voranstellen will, dass wir insgesamt mit dem Potenzial, was auch eine solche Stadt hat, gerade solche Themen besetzen und hin und wieder, auch wenn es um Fragen von
Clubszene hier in Frankfurt geht, an die Zeiten anschließen zu wollen, die mal mit Sven Feld verbunden waren. Also auch Themen, die man uns jetzt vielleicht auch nicht originär zuschreiben würde als CDU, schlichtweg auch zu nutzen, zu bedienen, zu zeigen, dass man dort präsent ist. Im Umgang mit der Frage, warum wählen nicht viele Frauen oder noch nicht so viele Frauen uns, vielleicht ein ähnliches Thema. Wenn wir die Möglichkeit bisher, früher zumindest, ich glaube, wenn ich mir eine junge Union heute anschaue, wie dort viele junge Frauen unterwegs sind, wenn ich mir die Stadtverordnetenfraktion jetzt anschaue, die hälftig aus Frauen und Männern besteht, ich glaube, auch da ist inzwischen viel mehr passiert, als in der Wahrnehmung von außen, wo eine CDU immer noch so ein Stück in ihren alten Rollenbildern verhaftet wahrgenommen wird. Und das sind, glaube ich, Dinge, da müssen wir nicht nur darauf hinweisen, noch mehr tun und sie aber auch stärker einfach auch nach außen darstellen und leben. Und das möchte ich zumindest in meiner Rolle künftig tun. Ja, also ich glaube, gerade was das Thema Frankfurter Stadtpolitik und CDU-Frauen angeht, haben wir das beste Beispiel mit der Oberbürgermeisterin Roth, die hier über Jahre die Stadt gut vorangebracht hat und woran, glaube ich, du ja auch anknüpfen möchtest. Vielleicht eine Frage, die mir persönlich auf der Seele brennt, als jemand, der viele Bekannte hat, die tagtäglich nach Frankfurt einpendeln. Das ist die Situation in und um den Frankfurter Hauptbahnhof und insbesondere im Bahnhofsviertel. Das ist ein Stück weit die Visitenkarte der Stadt. Und eine Visitenkarte, die, ich glaube, müssen wir nicht lange drum rumreden, nicht immer den besten Eindruck von Frankfurt, nicht nur in Deutschland, sondern auch bei internationalen Touristen verbreitet. Was hättest du als Oberbürgermeister vor in deinen ersten 100 Tagen im Bahnhofsviertel? Wir haben tatsächlich katastrophale Zustände dort und das ist für mich auch so das schlimmste Beispiel dafür, wie im Moment tatsächlich der jetzigen Stadtpolitik diese Stadt mehr und mehr entgleitet. Und was ich in den ersten 100 Tagen machen möchte, sind drei Säulen. Zum einen geht es darum, dass man den Süchtigen dort hilft und passgenauer hilft, als es im Augenblick der Fall ist. Frankfurt hat sich aus seiner Geschichte dort über den Frankfurter Weg sehr stark definiert. Das heißt, war früh daran, Abhängigen stärker zu helfen. Aber das waren damals häufig Drogenabhängige, Heroinabhängige. Und die Szene hat sich verändert. Wir haben viele Crackabhängige und all das, was an synthetischen Drogen jetzt zusätzlich und mehr hineinkommt, sorgt eben dafür, dass die Suchtkranken schneller abhängig werden und schneller auch körperlich und physisch abbauen. Und die Angebote, die wir dort haben, müssen wir anpassen. Wenn heute ein Cracksüchtiger zu einer der vorhandenen Einrichtungen geht, dann muss er eine halbe Stunde warten, bis er vielleicht im ersten Stock sein Pfeifchen rauchen kann. Das macht keiner. Die rauchen ihr Pfeifchen draußen wie bisher. Wenn ich schaue, ob sich auch Menschen aus der Szene herauslösen lassen, dann schaffe ich das nicht, indem ich sie jeden Tag wieder in die Szene reinlenke und sie in die Einrichtungen müssen, die vor Ort sind. Das heißt, wir brauchen eine Veränderung der Angebote, wir brauchen eine Veränderung auch in der Ansprache, mehr auch Sozialarbeit auf der Straße. Es reicht nicht, die Leute anzusprechen, man muss sie auch ein Stück hinführen. Das ist ein wichtiges Themenfeld in der Säule 1. Säule 2 ist das Thema Sicherheit, die wir stärken müssen. Eine hohe Polizeipräsenz, die wir jetzt in Teilen ja haben, zusätzlich aber auch Videokameras an den neuralgischen Punkten, ob es der Kaisersack ist, also der direkte Zugangsbereich vom Bahnhof rüber in die Kaiserstraße, aber auch Taunusstraße, Elbestraße, also an solchen Knackpunkten, braucht auch die Polizei für ihre Arbeit die Sicherheit mit, die auch zeigen kann, wo sind die Dealer, wo sind die Kriminellen, wie unterwegs. Und die letzte Säule davon ist mit den Gewerbetreibenden gemeinsam, mit den Eigentümern, darüber Klarheit herbeizuführen, wie wir das Viertel insgesamt auch baulich, städtebaulich aufwerten. Das heißt, Schmutzecken umbauen, die Situation insgesamt verändern, was in Teilen der Stadt mal gelungen war. Bahnhofsviertelnächte waren ja schick mal eine ganze Zeit lang, weil Leute auch sehen wollten, was passiert im Bahnhofsviertel. Heute wird keiner mehr sehen, was da passiert, solange das Elend dort im Moment herrscht, sondern da braucht es eben tatsächlich auch diese, aus meiner Sicht, drei Säulen und die will ich sehr schnell in den 100 Tagen auch anpacken. Also die nächste Frage wird an euch beiden. Also Michael macht sehr, sehr große Arbeit mit Ukrainern, mit Georgien und das schätze ich und bedanke ich mich ganz herzlich. Und wir haben sehr, sehr viele ukrainische Flüchtlinge in Frankfurt. Die sind sehr, sehr motiviert. Die wollen irgendwas bewegen. Die wollen hier Fuß fassen, trotz dass die Sprachbarriere haben. Was würdest du gerne oder was würdest du einem Oberbürgermeister, künftiger Frankfurter Oberbürgermeister, wünschen oder raten? Was kann man für diese Leute in Frankfurt schnell organisieren, dass die schnell in diese unsere Gesellschaft integriert sind? Also zum einen habe ich den Eindruck, dass sich da viele schon organisiert haben. Ich war bei einigen Weihnachtsfeiern mit Ukrainern dabei gewesen und
Auch ansonsten werden ja Demonstrationen organisiert. Es gibt Hilfsorganisationen, die Dinge sammeln und da muss man fragen. Und ich war auch, das war im letzten Sommer schon, da war in der Messe war so ein Ukraine-Tag, so ein riesiger, wo dort sehr viele Angebote waren für diejenigen, die angekommen waren. Und mein Eindruck ist tatsächlich, dass ein sehr hoher Grad an einerseits Integrationsbereitschaft da ist, aber die allermeisten haben natürlich die Absicht, wieder zurückzukehren. Das müssen wir auch wissen. Ich habe jetzt nicht natürlich den speziellen Frankfurter Überblick, wie das mit den Schulklassen aussieht. Das ist ja auch zumindest in größerem Umfang auch Landessache, aber die Räumlichkeiten müssen zumindest ja dann von der Stadt auch mit zur Verfügung gestellt werden. Die Lehrer, das ist eine Landesangelegenheit, da bist du ja auch noch auf der Landesebene tätig. Ich würde mir spontan wünschen, dass Frankfurt sich eine ukrainische Partnerstadt sucht. Das ist der nächste Schritt, ganz wichtiger Schritt. Ich kriege sehr viele von vielen kleineren Orten, die Bitte, die jetzt sagen, wir haben Ukrainer hier und die kommen aus bestimmten Gegenden, der eine oder andere, und könnte uns diese Stadt oder irgendwie vermitteln. Da bin ich im Augenblick auch dabei, mit verschiedenen Leuten da zu versuchen, da einen Anknüpfungspunkt zu finden. Das ist ein bisschen schwierig, weil natürlich der Krieg im Vordergrund des Denkens ist, und manchmal werden sich, also zumindest in den kleineren Orten, wo dann regelmäßig auch Transporte losgehen in bestimmte Orte, dann sich vielleicht daraus was entwickeln. Bei Frankfurt bietet sich dann natürlich aus meiner Sicht einmal der Überblick an, den man über den Rat der Gemeinden und Regionen Europas hat, dass man da mal schaut, und als eine große Stadt, und weil Hessen mit Wielkopolska verschwistert ist, was wiederum mit der Region Kharkiv verschwistert ist, dachte ich für mich, ohne dass das mit irgendjemand abgesprochen ist, spontan, vielleicht könnte man mal Kontakte nach Kharkiv knüpfen. Selbst wenn die schon, und die haben ja auch schon Partnerstädte, die können eigentlich gar nicht genug haben, weil und es ist ja auch nicht nur, dass wir uns darum kümmern, sondern das ist ja europaweit so eine Tendenz, aber wenn sich so eine kommunale Solidarität da entwickeln könnte in Richtung Ukraine, würde ich mich das freuen, wenn sich da auch in Frankfurt dann was formalisiert über die faktisch stattfindenden Hilfsleistungen, die stattfinden, hinaus. Ja, ich schließe mal an das Letzte an. Die Stadtverordnetenversammlung hat einen Grundsatzbeschluss dazu gefasst, dass man sich aufmachen will. Aber natürlich gilt ja erstmal, dass sich die Dinge verändern, entwickeln müssen, weil ich glaube, im Moment ist sozusagen noch nicht die Stunde, dass man auch wechselseitig sich zumutet, Partnerschaften direkt einzugehen, zu beplanen, sondern da braucht es ja zunächst mal auch eine von uns alle irgendwie erhoffte Befriedung und ein Ende dieses völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands. Aber dann wird es sehr schnell notwendig und möglich auch sein, in die Gespräche zu gehen. Man muss bei diesen Partnerschaften immer schauen, dass man auch natürlich die Pendants auf der anderen Seite findet und nicht nach dem Motto, wir definieren jetzt von uns aus, was sozusagen die Partnerstadt ist, und erwarten dann sozusagen, dass das aufgenommen wird, sondern das muss man dann vernünftig angehen. Wir hatten ja den letzten Oberbürgermeister hier, der mal ebenso über den Tisch bei einer Veranstaltung hinweg gesagt hat, ich mache jetzt mal sozusagen das Patenschaftsangebot an Kiew, weil sich das zufällig sozusagen vor Ort ergeben hat, damit das Foto sozusagen für die Zeitung stand. Das ist nicht die Art und Weise, wie man Partnerschaften macht. Das ist sozusagen einer der Fehler, die er am Ende ja mit dazu beigetragen hat, dass wir jetzt neu wählen dürfen. Und insofern muss man das klug, sensibel angehen. Es spricht einiges dafür, so wie Michael gerade das beschrieben hat, zu sehen, wo gibt es schon über andere Formen der Kooperation eine Möglichkeit, dass ich das klug ergänzen kann. Da wäre ich also auch sehr dafür, dass man dann, wenn die Zeit reif ist, die Dinge dann aber auch schnell aufnimmt. Zum grundsätzlichen Umgang hier in den ersten Wochen und Monaten, wo viele aus der Ukraine geflüchtet sind, gab es ja auch häufig persönliche Bezüge zu Bekannten, Verwandten. Da hat sich an vielen Stellen es auch erst gar nicht, auch für die staatliche Seite, ergeben, hier tätig zu werden, auch in Frankfurt, auch hin, ob das auch die Verwandtschaftsverhältnisse waren, ob es die Gemeinden waren, ob es die jüdische Gemeinde zum Teil, die direkt hier auch vielen Menschen geholfen hat. Und ja, da muss man jetzt sehen sozusagen, wie lange und wie weit die Zukunftsperspektive hier ausschaut. Wir wünschen ja alle,
dass dieser Krieg möglichst bald endet, die Ukraine siegt, also das wirklich auch so deutlich aus, Russland verliert. Und dass damit eben dann auch eine Möglichkeit ist, sich klar zu sein, wie die Menschen längerfristig hier auch eine Perspektive haben. Was die Schule angeht, es sind an vielen Stellen Intensivklassen eingerichtet worden, um speziell eben auch den Kindern, die Integrationsnotwendigkeiten haben, Sprachbarrieren haben, dort auch schneller Unterstützung zuteil werden zu lassen. Also da passiert eine ganze Menge. Und natürlich gehört dazu, dass man versucht, Brücken zu bauen über sprachliche Angebote, aber auch über ein Hinführen zu Vereinen, Organisationen, wo man einfach schnell in die Stadtgesellschaft auch aufgenommen wird. Eine Kultur der Offenheit hilft bei der Eingliederung von Menschen aus anderen Kulturkreisen. Hat Frankfurt hier noch Nachholbedarf? Also ich würde erstmal umgekehrt sagen, dass Frankfurt nicht nur der Überschrift nach als internationalste Stadt ein Vorbild ist, sondern tatsächlich auch, was überhaupt das Zusammenleben von 180 Nationen hier ausmacht. Jetzt will ich nicht davon sprechen, dass es da keine Konflikte gibt. Aber wenn ich mir jetzt einmal Frankfurt anschaue und in einer etwas sicherlich größeren Skala Berlin etwa, dann stellt man doch fest, was in Berlin schiefgelaufen ist und schiefläuft, ist eine so starke Segregation von Gruppen und Gruppierungen, dass häufig ein Zusammenleben gar nicht stattfindet, sondern doch sehr stark jeder für sich und die Dinge dann irgendwann mal explodieren. Da sind wir in Frankfurt, glaube ich, tatsächlich, ich sage bewusst, bei allen Konflikten, die es auch gibt, eine Stadt, die ihre Internationalität auch nach innen lebt. Und ich glaube, das Zusammenleben dieser vielen Kulturen und Religionen hier in Frankfurt findet so vorbildhaft statt, dass Frankfurt tatsächlich ein Muster dafür sein kann, als Großstadt in Deutschland, wie Offenheit, wie Toleranz, wie Internationalität schlichtweg gelebt wird. Und deswegen, glaube ich, hat immer jede Stadt Potenzial nach oben. Auch Frankfurt sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle, aber zunächst mal finde ich das spannend, dass der große Reichtum Frankfurts tatsächlich die Buntheit und Vielfalt der Gesellschaft hier auch ist. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt ein breites Themenspektrum, was unsere beiden Referenten heute Abend abbilden. Deswegen die Frage an Sie, haben Sie Anliegen, Themen, Fragen mitgebracht, die Sie an eine unserer beiden Referenten oder beide schon mal stellen möchten? Wenn nicht, machen wir auch gerne weiter, aber vielleicht hat sich die eine oder andere Frage ja schon ergeben. Ja, wir sitzen in einem Wohnzimmer und ganz schön können wir unsere künftige Oberbürgermeisterkandidatin. Dame, haben Sie sich denn schon mal als Dame verkleiden lassen? Ich habe einen Laden für Transvestiten und Sie haben gerade von der weiblichen Seite gesprochen. Würden Sie das mal machen? Das ist ein Icebreaker, würde ich sagen. Das ist ein Icebreaker. Also ich habe jetzt keine innere sozusagen Gegenhaltung. Es hat sich zum einen bisher nicht ergeben und es müsste passen. Aber es wäre jetzt nichts, wo ich sage, grundsätzlich Nein sagen würde. Frankfurt als Frau, einen Tag schenke ich Ihnen bei Transformat. Warum denn nicht? Ja. Zum Fasching können Sie. Vor Aschermittwoch. Aber ich genau. Hatte die gleiche Richtung wie ja. Herr Becker. Waren Frau Roth und Frau Merkel nicht die besten Vorbilder? Sie haben sie ja erwähnt. Wollten die keine Nebenbuhlerinnen? Also warum ist diese Energie, die da war, nicht genutzt worden? Hat sich nicht umgesetzt? Ja? Die zweite Frage nochmal. Der Sicherheitsintendent war Herr Frank. Also man darf nicht auf die anderen zeigen, so, sondern auch mal gucken, was ist insgesamt passiert. Zwei verschiedene Fragen, ja. Können auch eine sich aussuchen. Die erste wäre die Liebe. Ich beantworte immer alle Fragen. Zur ersten Frage, ich glaube, also es war ja richtig, den Hinweis auf Petra Roth und zusätzlich jetzt noch auf Angela Merkel. Insofern haben wir, ich sage mal, in der Frage in der Spitze sozusagen keinen Nachholbedarf. Das muss uns eine SPD erstmal nachmachen. Und wenn man jetzt auf die Grünen schaut, die stellen die Frau so lange in den Vordergrund, bis am Ende die Entscheidung ist, wer wird jetzt Vizekanzlerin. Und dann ist es auf einmal nicht mehr Annalena Baerbock, sondern plötzlich ist es der Kollege Habeck. Also das zu der Frage, wie aufrichtig und ernsthaft gehen andere mit dieser Frage um. Ich glaube aber, dass einfach insgesamt mehr dazu gehört. Wir brauchen auch in einer Partei, und da entwickelt sich eine CDU ja auch stark hin, Strukturen, in denen auch Frauen stärker ein Interesse haben, sich auch einbringen zu können, einbringen zu wollen. Das fängt bei der Frage, wann finden denn überhaupt Veranstaltungen statt, wie finden sie statt, wie sind sie organisiert und. Aber da glaube ich, das meine ich, wenn ich mir jetzt eine junge Union anschaue und das Beispiel hier in Frankfurt direkt, ich glaube, da sind wir wirklich auf einem guten Weg. Und wenn uns da noch mehr gelingt, auch nach außen und zu zeigen,
dann bin ich zuversichtlich, dass das auch sich anders entwickelt. Die Frage jetzt nochmal Bahnhofsviertel. Ja, Markus Frank war Dezernent, aber das war eine Zeit, da hatten wir Bahnhofsviertelnacht. Also wir haben immer auch natürlich Themen und wir haben sicherlich auch Aspekte, aber insbesondere jetzt die letzten 2, 2,5 Jahren findet nochmal ein deutlich extremeres Abrutschen in meiner Wahrnehmung statt. Da spielt Corona mit rein, da spielen andere Faktoren mit hinein. Und natürlich gelingt es am Ende nur, und das meine ich jetzt, was einen Unterschied ausmacht, ob ich Dezernenten habe, einen Gesundheitsdezernent, einen Sicherheitsdezernent, Sozialdezernent oder Dezernentin, andere, die letztlich eine Aufgabe haben und irgendwie in Anführungszeichen für sich gelassen werden, weil die Stadtspitze darüber sich darum überhaupt nicht kümmert, außer mal eine Bahnhofsviertelnacht zu organisieren, dann geht man mal schick nett rein und dann geht man wieder raus. Oder ob sie eine Stadtspitze haben, die so ein Thema auch wirklich zur Chefsache macht. Und das ist mein Verständnis von meiner Aufgabe, dann auch dort auch die Dinge zusammenzubinden und zu sagen, jetzt setzen wir uns gemeinsam an den Tisch, die beteiligten Dezernentinnen und Dezernenten, die Polizei, die Landespolizei, die Träger, die Gewerbetreibenden. Deswegen sprach ich ja auch davon, einen Bahnhofsviertelgipfel 2023 dann auch durchzuführen. Nicht um sich mal nett an einen Tisch zu setzen, sondern an einen Tisch zu gehen und auch den Fahrplan zu besprechen, wie wir mit welchen Schritten tatsächlich gemeinsam dazu beitragen. Und das hat nicht stattgefunden, weil die letzte Stadtspitze, ich sage es jetzt mal sehr vorsichtig, sich einen feuchten Kehricht drum gekümmert hat, am Ende, was wirklich im Bahnhofsviertel tatsächlich passiert. Und solange ich eine Verwaltung das für sich handhaben lasse, kann am Ende eben auch wenig Erfolgreiches bei rauskommen. Wenn ich sage, ich klemme mich da als Stadtspitze dahinter und mache das zu meinem Thema, dann führe ich auch die Dinge nach vorn, dann führe ich zusammen und dann kann auch dann Erfolg einziehen. Und das, glaube ich, hat ein Stück weit gefehlt. Deswegen, ja, da gab es einzelne Dezernenten und Dezernenten, aber mit der Kraft der Stadtspitze, dieses auch wirklich auch wollen oder auch zu wollen, das ist, glaube ich, ein deutlicher Unterschied jetzt nochmal zu der Frage, wenn ich Oberbürgermeister wäre. Ich würde da gerne an das Thema anknüpfen, Frankfurter Drogenpolitik. Das ist ja das zweite Mal, also für mich als alten Mann ist das ein Déjà-vu. 90er Jahre, offene Szene, Taunusanlage, 150 Drogentote pro Jahr. Unvorstellbar. Wir sind jetzt bei knappen 30 im Schnitt die letzten Jahre. Damals ist der Frankfurter Weg begonnen worden mit einem mutigen Gutachten des Oberstaatsanwalts Körner, der die rechtlichen Möglichkeiten ausgelotet und definiert hat, wie man eine moderne Drogenpolitik gestalten könnte. Damals heroinorientiert. Könntest du dir vorstellen, als Oberbürgermeister anzumoderieren, ein Körner-Gutachten 2 mit Staatsanwaltschaft, mit Justizministerium, mit Polizei, um auch diese Montagsrunde, das ist die Runde der Drogenhilfeträger, Staatsanwaltschaft, Stadt, wieder mit Inhalt und in eine innovative Richtung zu führen? Ja, das kann ich mir nicht nur vorstellen, sondern ich bin ja auch jemand, der sagt, ich bin keiner, der Politik vom grünen Tisch macht. Ich habe Vorstellungen, ich habe Ideen, ich habe Erfahrungen. Aber natürlich gehört am Ende zu der Frage, wie komme ich zu der richtigen Medizin für das, was wir jetzt brauchen, nur hin, wenn die Expertinnen und Experten mit an den Tisch kommen und wenn ein solches Werk, ein solches Gutachten nochmal notwendig wird, auf jeden Fall. Gerade auch die Verbindung von Strafverfolgung und Justiz halte ich für extrem wichtig. Auch ein Verständnis der Justiz, ohne dass ich da jetzt in irgendeiner Form Schelte betreiben will, dass auch bestimmte Handlungen mit am Ende auch bestimmten Strafen einhergehen müssen. Glaube ich, muss man auch an solchen Punkten enger zusammenführen, denn auch daran krankt ein bisschen die Frage, wie erfolgreich ist man denn auch in der Handhabung von Kriminellen? Wie schnell findet auch sozusagen die Tat und Strafe hintereinander statt und wie oft ist der Gleiche anschließend nicht wieder am nächsten Tag gleich wieder auf der Straße und führt dazu sozusagen, dass auch eine Polizei in die Fragestellung kommt, was mache ich da eigentlich, wenn ich sozusagen denjenigen, den ich abends sozusagen festnehme, mir anschließend am nächsten Vormittag gleich wieder auf der Straße begegnet und sagt, heute Abend sehen wir uns wieder. Das ist jetzt sehr pauschalisiert, aber ich glaube, das ist ein Themenfeld, wo, glaube ich, gerade das Zusammenwirken und das Verständnis, hier haben sich auch Dinge verändert. Also auch da hat sich ja schon Kollege Frank drum gemüht gehabt, diese Verbindung Polizei, Staatsanwaltschaft, Justiz enger auch zusammenzubringen.
nicht nach dem Motto, es war schon immer schwierig und es ist schon immer irgendwie kompliziert, sondern nein, da haben sich viele Dinge so verändert, dass wenn ich nicht klar Repression auch wirken lasse, dann habe ich auch keinen Erfolg sozusagen, der langfristig die Sicherheit dort auch stärkt.